Mann, liebe Leute, ich heiße euch ganz recht herzlich willkommen. Ihr seht, hier sind einige Punkte vorgegeben. Wir sind am Liebesmeister 2000 und Larry muss jetzt mal zeigen, was er so drauf hat. Ne? Also das ist, wir können das wirklich so machen. Und, das machen wir zu, zu. So, wir benutzen jetzt unsere TLP-Punktekarte. Ich heiße euch erstmal recht herzlich willkommen hier beim Liebesmeister 2000 und mal gucken, was der gute Larry so, was da so abgeht, ne? Wow, ich bin bestimmt eine ganze Stunde da drin gewesen. Ihre Punktzahl, Larry Leffer, 2. Zwei? Das ist ja besser als El Bundy, Mann. Was haben wir hier für einen Knopf? Das ist, können wir irgendwas klauen oder so? Nehmen? Nehmen, wo ist das? Nehmen. Moment, können wir einen Grapfen, Kopfchen, das gleich nehmen. Behalte deine Griffel bei dir. Okay, kann man das irgendwie öffnen? Okay, müssen wir mal wieder eingeben. Das hat nur eine gewisse Anzahl. Das brauchst du nicht zu öffnen. Okay. Was haben wir hier? Vertrau mir. Ja, ich vertraue dir auf jeden Fall, Alter. Das ist. Was haben wir hier für ein wichtiger Knopf? Auf diesem Knopf steht klar und deutlich: nicht berühren. Berühren. Das weckt natürlich deine Neugier. Berühren. Wer kennt's von SpongeBob? Berühren. Patrick, wir drücken dir natürlich mal. Bist du sicher? Okay. Was haben wir da jetzt wohl gemacht? Dann prüfen wir das gleich nochmal. Sehen wir mal. Können wir das nochmal benutzen? Hier mit TLP-Punktekarte. Benutze deine Punkte. Okay, ja, genau. So, TLP. Wir wollen es natürlich nochmal versuchen, ja, ne? Ja, sicher. Gefällt dir der Gedanke, du könntest schon so bald eine neue Vorstellung geben? Was ist das nochmal für ein Knopf gewesen? Ich bin ehrlich, ich hab's total vergessen, ne, was das für ein Knopf war. Okay, das war jetzt also auf jeden Fall der Liebesmeister 2000. Was haben wir hier sonst noch? Der Kleidungswettbewerb. Aha. Achtung bitte, eine Disqualifikation. Al wurde von der weiteren Teilnahme am Wettbewerb ausgeschlossen, weil er zu viele künstliche Hilfsmittel benutzt. Wir fallen nicht darauf rein, Al. Das ist wahrscheinlich bestimmt Hello gemeint. Ich weiß nicht. Aber was ich weiß, ist das hier. Das hier. Nein! Yeah, baby! Yeah. 21 haben wir. Und da fällt mir ein, ich weiß noch, wo noch einer ist. Das ist mir beim letzten Mal aufgefallen. Und zwar, meine Leute, bevor wir uns das jetzt hier alles ganz in Ruhe angucken. About. Ja, da haben wir die ganze Gang. Wir gucken uns jetzt mal hier alle an. Das ist Jennifer Gibb, ne? Gibbs. Das ist Marc Antonio und so weiter. Lesen könnt ihr selber. Wuppdiwappdi. Brian. Okay. Ah, das ist Don Munsil. Okay. Wer ist das? Hintergrund. Das machen wir auf jeden Fall, bevor das Spiel zu Ende ist, werde ich Ihnen alle ganz in Ruhe vorlesen. Hier ist Larry und was haben wir hier? Yeah, baby! Yeah! Okay, da kommen wir jetzt auch wieder raus. So, das gucken wir uns aber mal ganz in Ruhe an, weil was ist das, liebe Leute? Es muss einen Grund geben, warum dieses Mannequin an dieser Stelle steht. Und in dieser Pose. Ja, und für die bemerkenswerte Ausbuchtung an seinem Hosenlatz. Das ist der wahre Grund, warum du dieses Spiel gekauft hast, oder nicht? Ja, ich glaube schon. Benutzen? Teil 3.
Cybermode 2000. Dieser gigantische 3D-Holographie-Scanner benutzt Lavendel-Laserlicht, um alles exakt zu erfassen, was sich auf der Scanner-Plattform befindet. Lavendel? Hör mal, das ist nun mal eine Modeangelegenheit. Okay? Okay. Lass mal durchgehen, was haben wir hier? Auf jeder dieser Bandmaschinen können Daten in Terabyte-Größe abgespeichert werden. Und wer weiß, eines Tages vielleicht sogar Macabro Soft Office. Macabro Soft Office? Die Musik geht mir gerade von rechts nach links. Von der zirkularen Scanner-Plattform gescannte Bilder werden auf diesem hochauflösenden Bildschirm angezeigt. Diese Konsole enthält den Cybermode 2000 Computer, der mit einem mächtigen, ultramodernen, massiv parallelen Neuronalnetzprozessor arbeitet, um den Modekoeffizienten einer Person festzustellen. Seine 3D-Scanner synthetisiert die Bilder einer zirkularen Scanner-Plattform und zeigt sie an auf einem hochauflösenden 32-Bit-Farbmonitor mit 2048x2048 Farben. Die CPU vergleicht das gescannte Bild mit Terabytes von Mode-Trenddaten, die allesamt auf den gigantischen Bandmaschinen im Hintergrund gespeichert sind. Nach Berechnung des auf 0,001% genauen Modekoeffizienten wird das ermittelte Ergebnis an den zentralen Wettbewerbscomputer des Schiffes übermittelt und gleichzeitig hier an die Modewettbewerbskammer mit einem 88K, 64-Bit, 128-fachen overgesampelten THX-geprüften Sprachsynthesizer-System weitergeleitet. Ich bin schwer beeindruckt, die Leute. Du bist ein Nerd, Alter. Du bist ein Computerfreak. Das ist aber, ne, von damals schon. Ne, das ist auf jeden Fall, ne. Können wir hier vielleicht unsere Punktekarte benutzen? Benutze deine Punktekarte bitte nur für Captain Thighs Liebhaberpreis. Okay, dann müssen wir die wahrscheinlich da irgendwie Reißverschluss öffnen. Lass mich mal sehen, was der Kerl so alles hat. Oh, was für ein Platz, um ein Kartenlesegerät zu verstecken. Ihre Punktzahl lautet 2. Ja, die 2 hängt uns irgendwie, ne, an. Können wir mit den Schuhen was machen? Scanner-Plattform benutzen? Okay, dann gehen wir mal wieder. Das ist auf jeden Fall der Mode. Der Mode-Dings, der Bumster-Raum. Okay, haben wir sonst noch was? Mode? Liebesmeister 2000? Kochwettbewerb. Okay, gucken wir uns gleich auch mal an. Was haben wir da sonst noch? Ah, nix. Okay, dann gehen wir mal zum Kochwettbewerb. Achtung bitte, eine Durchsage. Jennifer hat die Meisterschaften im Oben ohne Akkordeonspielen der Damen gewonnen. Gratulanten mögen sich bitte auf der Krankenstation melden. Okay, da wäre ich gerne dabei gewesen bei diesem Wettbewerb. Das ist ja herzallerliebst, das ist ja... Ein Gedicht von Larry Laffer. Noch nie sah ich ein elektrisches Zäpfchen, möchte auch keins haben vor dem Allgemeinen. Trotzdem mache ich keine Mätzchen. Besser eins sehen, als selbst eins zu sein. Ich bin begeistert, Larry. Jetzt gucken wir uns. Richter Julia hat noch nie ein Dessert probiert, das sie nicht mochte. Oder ein Quiche. Oder ein... Ach, was auch immer. Richter Graham hat sich auf Speisen für solche Leute spezialisiert, die die Aufnahme von Fett und Geschmack reduzieren wollen. Richter Paul ist offenkundig jeder Form von Nahrung zärtlich zugetan, auch sich selbst, seinen Probanden, ach, eigentlich allen. Okay, reden wir mit Richter Julia, ne? Ja, mein Lieber. Ich weiß, dass du gerne mit mir reden möchtest. Aber die Richter sind angehalten, sich nicht mit den Gefangenen, den Probanden zu fraternisieren. Fraternisieren mit den Gefangenen, Oh, wir treten nie in eitle Konversation ein mit gewöhnlichen Leuten. Wir sind für viel Geld hierher gebracht worden, um zu urteilen und nicht, um uns mit irgendwem gemein zu machen. Keine Güte, nichts.
Da sag ich jetzt mal nichts zu. Kollege? Es gibt einfach nichts, was Sie tun können, um mich von meinem Urteil über Ihre Kochkünste abzubringen. Noch nicht einmal dann, wenn ich gar nichts verkostet habe. Meine Sachen sind sowieso die besten. Weiter jetzt! Gibt's hier keinen... Dies ist der Raum, wo die wenigen Konkurrenten um Veys großen Liebhaberpreis und die dummerweise per Zufallsermittlung zum Kochwettbewerb auserwählten, die Ergebnisse ihrer Bemühungen einer vornehmen Richterjury präsentieren müssen. Okay, sehe ich keinen Dildo? Wir kommen auch nicht wirklich weiter, okay? Moment. Wir sind hier, okay. Jetzt geht's da zum Atrium. So, wir haben uns jetzt in den letzten Folgen so mal ein bisschen alles angeschaut. Das ist hintere Laderaum, das ist okay. Ich glaube, in einem von den beiden waren wir schon. Aber das gucken wir uns mal später an. Hier waren wir auch schon. Hufeisenwettbewerb, okay. Das ist die Lounge, okay. Das ist die Brücke. Okay, wir waren noch nicht im kleidungsfreien Pool. Was ist das? Ein Kapitäns-Queen-Ballsaal. Aha. Gehen wir jetzt erst in Kapitäns-Queen? Was? Quicks-Ballsaal. Quacks? Aha. Oder gehen wir in kleidungsfreien Pool? Freunde, was wollt ihr? Was wollt ihr? Oben, unten, eine Minte, eine Minke, eine Minte. Okay, wir gehen mal in den Pool, Freunde. Das ist, glaube ich, cool am Pool. Da sehe ich auf jeden Fall. Yeah, yeah, Baby! Yeah, Baby. Achtung, bitte, eine Durchsage. Jason hat gerade den Wettbewerb im Nacktorangenpressen gewonnen. Das war ein sehr interessantes Kostüm. Was haben wir hier? Offenbar trifft sich hier am Pool eine ganze Menge komischer Leute. Mhm. Offenbar trifft sich hier... Können wir irgendwas nehmen? Benutzen? Nehmen? Wo ist das Nehmen? Ich habe das Nehmen doch eigentlich eben eingegeben, oder nicht? Da. Lass deine Finger von den Klamotten. Hm. Die gehören berühmten Hollywood-Stars. Das bin ich auch. Oh, das ist... Guten Tag. Das ist... Was haben wir hier? Hüttendach. Man sollte annehmen, solche Scham wäre an einem Pool mit FKK-Erlaubnis fehl am Platze. Aber die meisten dieser Leute lassen sich nur ungern beim Ausziehen zuschauen. Nackt? Klar. Aber beim Entfernen der Kleidung? Niemals. Hier uns ist das Zeug von Fred Feuerstein, ne? Wer kennt sie, ne? Fred und Barney, das sieht nach Charlie Brown aus. Kenn ich sonst noch irgendwas? Weiß ich gar nicht. Hier Popeyes Mütze. Das ist, ja, der Hutmacher vielleicht. Ich weiß nicht, sehr, sehr bekannt. So, wen haben wir hier? Dick! Auf dem Namensschild des Stewards steht Dick. Dick. Dick und doof. Aber wie steckt er es sich bloß an? Geklebt wahrscheinlich. So, pass mal auf hier. Reden wir mal mit Dick. Hey, tut mir leid, Kumpel. Aber weiter darfst du nicht. Warum? Was gibt's denn? Dich. Du kannst so nicht in den Pool. Wie? So? Na, so halt. Du weißt schon, angezogen. Warum nicht, Kumpel? Wegen der Sicherheit, Kumpel. Klar doch, die Sicherheit. Ja, klar doch. Befehl vom Purser. Dieses Polyestergewebe könnte sich hier in der tropischen Sonne entzünden, also runter damit. Oh, ich glaube, ich sollte lieber nicht nackt reingehen. Alle würden wieder nur auf meinen, Körper starren. Aber sicher doch. Weißt du, Dick, ich wollte mal in ein Restaurant gehen, in dem Krawattenzwang herrschte. Und bei meiner Vorliebe für Freizeitkleidung habe ich natürlich noch nie eine Krawatte besessen, also... Ja, ja, bestimmt. Ich habe übrigens auch gratis Leihhosen. Puh. Dieser kleine Bursche hier ist genau, was du brauchst. Oh, prima. Natürlich kann ich nicht einfach eine normale Badehose nehmen. Kann ich nicht wenigstens ein Handtuch drum wickeln? Aber klar, gar kein Problem, Kumpel. Lass es bloß nicht nass werden, sonst schrumpft es noch. Die Nummer 2. Ich glaube, das dürfte jetzt nach Kokos. Wenn es noch riecht, nach Kokos riechen. Oh, ich habe Sonnencreme im Auge. Junge, hey, Handtuch, Stuart. Ich brauche bitte ein Handtuch. Hier, schnell.
nicht treffen. Oh Mann! Oh, vielen Dank. Aber hallo, was haben wir denn da? Ist das dein Rüssel oder freust du dich nur, mich zu sehen? Und wie heißt du, Benjamin Blümchen? Larry. Larry Laffer. Und du? Drew Barrymore. Weißt du, so eine Schamkapsel habe ich nicht mehr gesehen, seit ich nach meiner Zwischenprüfung in Wien den Kursus unbekannterer Bühnenautoren des späten elisabethanischen Zeitalters bei Professor Lipkin belegt habe. Und einen mit so niedlichen afrikanischen Einflüssen habe ich überhaupt noch nie gesehen. Ich interessiere mich nämlich ziemlich für Geschichte, aber nach den tertiären afrikanischen Stämmen kenne ich mich überhaupt nicht mehr aus. Könntest du mir ein wenig von seiner Geschichte erzählen? Den regionalen Einflüssen, den Stammesritualen? Der Kerl in der Badehütte hat ihn mir gegeben, weil ich meine Badehose vergessen hatte. Oh. Darf ich vorstellen, Miss Drew Barrymore. Und das Schöne ist, das Ding riecht tatsächlich noch nach Kokos, liebe Leute. Wer hätt's gedacht? Meine lieben Freunde, die gute Drew Barrymore sieht da, das ist nicht, ich dachte gerade, das wäre ein Dildo, aber das ist, Miss, können wir den eventuell... Du würdest den Zweig ja nur zu gerne wegbiegen, ja, ja. Aber das würde dein Herz nicht verkraften. Aber warum nicht? Schieben. Wollen wir schieben da? Ach, das war ein Easter Egg, cool. Okay, das weiß ich nicht, wie das auf bewegen... Du würdest den Zweig ja nur zu gerne wegbiegen, aber das würde dein Herz nicht verkraften. Das Problem ist, ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ohne Scheiß... Wie YouTube das Ganze wertet. Auch hier, das hier, die ganzen, Achtung bitte, eine Durchsage. Bill hat gerade den Kirschpflück-Wettbewerb mit einer neuen Bestleistung von 2 Stück gewonnen. Gute Arbeit, Bill. Auf jeden Fall. Ne, ich bin ehrlich, ich weiß nicht, wie das hier interpretiert wird, weil YouTube ist dann auch sehr, 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 sehr streng. Wobei, wer da ernsthaft ein Problem mit hat, Freunde, der hat ganz andere Sorgen. Ich sage es erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Die gute Drew Barrymore, man kennt sie, bekannt aus Funk, Film und Fernsehen oder was weiß ich, wie noch alles ist. Ja, das ist, liebe Leute, das Ding riecht tatsächlich echt noch nach Kokosnuss. Hätte ich nicht gedacht. Das ist also, einige Düfte, ne, sind tatsächlich, die 5 werde ich, glaube ich, nicht freirubbeln. Das war, glaube ich, das ist, nee. Ich guck mal. Liebe Leute, ich sag vielen Dank fürs Zuschauen und wie gehabt in diesem Sinne, bin ich drin. Und ist das ist... Wow, sehe ich nicht heiß aus? Ja, auf jeden Fall, Larry, auf jeden Fall. Meine Leute, macht gut, bis zum nächsten Mal. Im kleidungsfreien Pool. Mit Miss Drew Barrymore.